Da sind wir wieder bei Dead by Daylight. Wieder in der gleichen Konstellation wie das letzte Mal. Zu dritt mit Annika und Chris. Hallo. 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 Und wir schauen mal kurz, wie wir uns ausstatten können. Wie eigentlich immer. Aber schon wieder, ich habe das letzte Mal nichts dazu bekommen. Daher bereit und die hat richtig heiße Stiefel an. Oh, 90er Pack, 80er Pack. Ja, ne? Muss ja. Also, bei normalen war es, glaube ich, nicht dabei. Das Witzige war eigentlich, dass die Entwickler voll oft gefragt wurden, ob die was zu Weihnachten machen, ne? Mhm. Und da meinten die, ja, also ich mach was mit der Familie, Geschenke auspacken und sowas. Und die haben sich dazu so bedeckt gehalten, ne, dass sie auf jeden Fall was machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nichts machen. Ich hoffe, dass da wirklich viel Schnee kommt und sowas. Obwohl Schnee ist natürlich schwierig, weil das ja so weiß ist, dass es richtig hell wird. Mhm. Oder zumindest so vielleicht ein bisschen schneien oder so. Aber vielleicht gibt es so Schneegestöber, dann kannst du ja wieder... Ich unterbreche euch nur ungern, ich sage Kettensäge. Ich sage Nurse. Hersteller. Wer ist denn hier in der Nähe? Ich laufe dem Chris hinterher. Ach so, hier ist die Tante, die sabotiert kann. Und ich sage... Kein Camper. Aber nur, weil ich mir das wünsche. Hier ist auch noch ein Generator. Auch. Wir teilen uns gerade auf. Ja. Machen wir erstmal den Generator, ja. Oh, ach, hallo, Annika. Ach, Da vorne um die Ecke ist die eine Tante und sabotiert den. Den Haken? Oh, ich wurde auch noch sabotiert. Okay, es ist der Hilly-Billy. Kettensäge, haha. Hat die Dinge direkt umgeflügt? Ich stehe hier so einen Meter daneben, das finde ich sehr unangenehm. Hinter so drei Autoreifen. Umgeflügt, das kam jetzt erst an. Ich habe immer noch Herzklopfen. Ja. Okay, jetzt nicht mehr. Wo bringt er sie denn hin? Der will, weiß ich nicht, vielleicht will er sie auch ganz heiraten weit weg, ne? Und... Oh, dahin. Okay, dann machen wir mal eben den Generator fertig. Der wird auf jeden Fall zurückkommen, um uns hier zu suchen. Ja. Ich habe auch gerade einen umgeschmissen, das hat sich so witzig angehört. Killerbetäubung, yes! Wie viele Punkte gibt das? 500 oder was? 1000 nice. Punkte gibt das. 1000 sogar. Geil. Und die Tante habe ich jetzt auch runterholen können in der kurzen Voll Zeit. Voll gut, das war richtig Pro, Annika. Boah, danke. Und jetzt werde ich richtig Pro wahrscheinlich auf Boden landen. Ich sehe schon die blutige Kleidung. Ja, ich auch. Ah. Vor meinem inneren Auge. Ich bin am Bus und mache da den Generator jetzt mal. Ich beobachte ihn gerade. Wie er der Annika hinterherläuft. Okay, ich mache jetzt hier den Generator. Was? So ist er bei mir, das kann er gar nicht sein. Ja, der bewegt sich voll schnell. Was hast du gesagt, beim Bus bist du? Ja, genau da, wo du gerade umgehauen wurdest. Vielen Dank. Entschuldigung. Ich hab gehört, dass du gesagt hast, dass du irgendwo bist, aber... Ich bin beim Bus. Was, beim Bus bist du? Dann komm ich auch mal dahin. Ich bring meinen Freund mit. Er hat eine große Kettensäge. Shit. Ich möchte ein bisschen an deinem Baum rumsägen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Jetzt braucht jeder Kabinenholz. Okay, er läuft relativ weit. Er läuft in die Wellblechhütte. Dazu Wellblechhütte. Scheiße, ja, aber zu so, mir. Können wir hier in dieses Ruinenfeld gehen, Chris, und heilen? Na, komm nach hier hinten. Boah, der ist ganz knapp an mir vorbeigelaufen. Ich laufe jetzt zum Bus, also er läuft mich hinterher, okay. Soweit ich weiß. Ja, ist ganz okay. Danke. Okay, ich bin jetzt beim Bus. Ja, ich heile gerade die Annika im Gras. Im Gras. Irgendwo im Gras. Wir können es nicht genauer sagen. Danke. Schön. War hier ein Generator angebracht? Okay, ich mache jetzt den Generator am Bus. War der Generator, ja. Okay. Oh, nee, jetzt ist es ja okay. Ja, die Kettensäge hört man immer. Ja, die hört man. Ja, guck mal, der ist relativ weit weg. Kann sich aber ganz schnell ändern. Yeah.
Keller, ne? Ja. Okay, bleibt stark. Okay, Entschuldigung. Bleibt stark und ja. Was mich ein bisschen abgedeckt, aber nur ein bisschen. Er kommt geht auch nicht dem, hin. Geht jemand hin oder? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, er kommt ja. Oh, er kommt zu uns, dann lauf ich, wenn er. Ich bin ihm gerade in die Arme gelaufen. Oh! Wow! 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 Annika hat mir das Ding vor der Nase zugehauen! Oh, Scheiße! Bitte, das wusste ich nicht! Oh, sie hat den Fluchtversuch geschafft. Oder hat sie jemand rausgeholt? Ich hab sie runtergeholt. Ja, sehr gut. Oh Gott, das tut mir leid, das hab ich. Also, ich muss. Ja, aber danach. Nicht. Ja, ich bin aber drüber gerutscht, das war auch in Ordnung. Aber da war so ein Bug und das sah dann so aus, ob ich davor wäre. Und dann bin ich nochmal rüber gerutscht und dann bin ich wieder zurückgerutscht. Oh, das hatte ich aber auch schon eben in einem. Komm, hier, ich heil dich. Ich heil dich. Ich bin beim Generator am Ausgang. Oh, shit, ey. Hier. Er ist immer noch hier. Am Ausgang hier sind noch zwei Generatoren. An welchen? Kannst du näher beschreiben? Ausgang. Magst du mich heilen? Magst du mich heilen? Annika, ich bin hinter dir. Achso, Entschuldigung. Oh, ich werde gerade geheilt. Ah, von Punkt, Punkt. Oh, Vorsicht, in der Nähe. Von Pünktchen. Pünktchen und Anton. Ja, danke. Das war ich. Ich hockte hier brav. Ich weiß, aber ich bin einfach nur weggerannt. Er ist mir nicht hinterhergerannt. Ja. Ich weiß nicht, ob er mir jetzt hinterher rennt. Er ist hinter mir, ja. Entspann dich. Hallo? Hi. Na? Jetzt habe ich voll gespuckt. Ja, habe ich geschlagen. Ich bin mit dem halben Oberkörper jetzt in der Wand drin. Aber ich komme raus. Nicht in die Richtung, Krabbel. Krabbel in die andere. Ja. Er weiß noch nie im Leben, dass du da bist. Ich glaube, gerade hier ins Gras. Er läuft übrigens hier hinterher. Mich hat er noch nicht aufgehoben. Aber okay. Ich denke, das ist zu gut. Okay. Okay, ich laufe mal da zum Generator, weil ich geheilt werden möchte. Achso. Chris, er läuft zu dir, weil dein Haken ist. Nicht laufen! Nicht laufen! Danke. Ich wurde geheilt. Warte, ich bin fragend. Ich fürchte, er hat dich gesehen. Ist er bei dir? Ach, da ist er. Okay. Ich glaube, er sucht mich in den Chris. Ich habe keine Erstwaffe mehr, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Vertrüllst du da gerade Zeit, Chris? Ich habe keine. Ja. er war glaube ich, hinter mir her. Oh nein. Boah, Annika, ey. Komm hier, ich leg mich direkt unter den Haken. Jetzt bin ich direkt wieder aufweg. Ach, shit, ja, jetzt bist du tot, ne? Ja, komm. Ja. Aber er hat mich noch nicht aufgehalten. Er sucht euch noch. Versucht mich hier ein bisschen wegzuholen, aber es wird wahrscheinlich nicht klappen. Oh, hallo. Die andere ist gerade vorbei. Du kannst auch sprinten, ne? Wenn du kriegst. Hm? Durch meinen Dingensprint oder einfach so? Auch so, also einfach so. Du kannst es einfach. Wie mach ich das denn? Wie wenn du läufst. Wie wenn du läufst. Achso. Möchte die Dinge rein. Scheiße, ich bin schon wieder dem entgegengelaufen. Was mache ich denn hier? Oh, sehr schön. Die andere holt mich. Sehr gut. Wir heilen werden durch Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das sieht sehr gut aus. Durch Pünktchen, ja. Aber er ist mir nicht hinterhergelaufen. Oh, ich hoffe, du machst Generatoren, Chris. Ach, Scheiße! Ja, ich bin schon an einem dran. Er hatte mich noch gesehen. Oh, verdammt. Ich laufe jetzt. Ich laufe um mein Leben. Ja, lauf um dein Leben. Kann, wenn ich das tue. Ich bin jetzt bei dir, Chris. Magst du mich heilen? Sehr gut. Ja. Scheiße. Da war ich nicht schnell genug. Ah, er lässt sich schon wieder liegen, ne? Ja. Ist gar nicht mal so schlau. Ist gar nicht mal so schlau. Was
verstehe es auch gar nicht. Hat er Mitleid oder was? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Ich meine, so schlecht sind wir gar nicht. Eigentlich ziemlich gut, ja. So, ich komme jetzt auch zu dir, Annika. Ich versuche gerade mich selbst zu heilen. Oh, danke. Ja, bitte. Zu zweit geht's halt schneller. Ja, danke. So, jetzt bin ich am anderen Ausgang. So. Okay. Sind wir alle wieder heile, heile. Ja, ich möchte, ich möchte schon mal neben den Ausgang gehen und da warten. Wir spielen... Das müssen noch zwei Generatoren sein an dem Ausgang. Nein. So, was auch so. Wir spielen gerade mal 10 Minuten und mir kommt schon vor, als ob wir hier so... Stundenlang spielen, ja. Weil auch so viel passiert ist, ne? Ja, weil so viel passiert ist jetzt. Da ist mein Generator, nice. Unangefangen, na egal. Ich sehe auch noch einen von Weitem. Ich weiß aber nicht, ob das... Oh, da ist noch einer. Shit. Ich bin jetzt wieder beim Bus. Okay. Ich bin... Aber den hatten wir ja, glaube ich. Bei dem anderen. Ach, hinter mir. Oh. Aber du hinkst ja noch nicht, ne? Ich lieg noch nicht, aber ich hinke. Das aber du hinkst auch noch nicht am Haken, meinte sie. Nee, nee. Du hinkst. Ich sehe dich. Oh. Das tut mir leid. Nee, nicht schlimm. Ich bin ja gerade hingelaufen und dann passiert. Der Typ hier ist irgendwo. Oh, ich bin direkt hier in der Ecke. Ah. Oder der steigt wieder da drüber. Der ist weggegangen. Ich glaube, der weiß, dass ich hier in der Nähe hocke. Irgendwo ein Generator noch fertig machen. Ich mach den Generator. Da vorne ist einer. Wie weit ist der Generator, der da vorne neben dem Ausgangstor ist, Chris? Weißt du das zufällig? Ja, den habe ich gemacht. Der müsste so halb, dreiviertel ungefähr sein. Okay, ich versuche dich gleich. Wie weit ist der Generator, der neben dir steht, quasi? Ja, den meinte ich. Ja, der müsste so halb, dreiviertel sein ungefähr. Jetzt habe ich keinen Herzklopfen mehr. Er ist weggelaufen. Ich hol dich. Alle in der Nähe, wie geil. Okay, schnell Generator. Achso. Ah. Okay, lauf. Okay, ich hoffe, hier in der Ecke neben dem Ausgang. Vielleicht ist er hinter mir her. Ich glaube schon. Chris, komm mal in die Ecke neben dem Ausgangstor. Ja, die Pünktchen halten mich schon. Achso, nee, dann ist okay. Ich bin auch jetzt geheilt. Scheiße, er hat mich noch erwischt. Ich mache aber jetzt kurz den Generator fertig. Ja, der ist fast fertig. Scheiße, der kommt wieder. Ich erhole mich gerade. Wie geil aussieht einfach. Das sieht einfach so cool aus. Pünktchen heilt mich wieder. Warte. Ich bin auch noch da zum Heilen. Ich bin auch hier irgendwo direkt neben euch. Sieht mich einer? Nee, ich sehe dich jetzt nicht mehr, weil ich auf dem Boden war. Ja. Aber warte, ich habe aber gesehen, wo du lang gelaufen bist. Oh. Hier bin ich. Okay, komm mal hier. Oh Mann, was eine Heilungsrunde. Ja, jetzt müsstest du eigentlich dein Dings bekommen. Ab zum letzten Generator? Ja. Der fast fertig ist da vorne. Ja. Boah, ey, wir müssen so viele Punkte bekommen. Auf jeden Fall. Ich habe auch das, also für die Generator die Punkte schon voll. Echt? Oh. Ja. Oh, krass. Oh, scheiße. Der weiß, dass wir den Generator wollen. Der weiß es einfach. Sollte man vielleicht ein Ablenkungsmanöver starten? Habe ich. Er ist gegen den Schrank gelaufen. Okay. Shit. Mach den Generator, mach den fertig. Oh, der ist sehr an mir vorbeigelaufen, während ich gelaufen bin, um den Generator zu machen. Scheiße! Aber er hat dich. Scheiße. Oh nein, wenn du jetzt hängst, dann stirbst du, ne? Ja, ich glaube, der möchte mich aber gar nicht hängen. Also ich krieche wieder in die Ecke und ihr helft mir, wenn ich gleich da liege, ja? Ja. Ich mache jetzt erstmal den Generator jetzt hier fertig, ja? Ja. Oh, scheiße. Wo ist denn der Generator, den ich von angefangen habe? Er ist schon wieder hinter mir her. Er ist schon wieder hinter mir her. Kommst du mir in die Ecke? Ich bin hier rechts neben dem Tor. Ach, ihr seht mich ja sowieso. Ja, du bist ja am Rumkreuchen. Okay, ich hab kein Herzklopfen mehr. Das Problem ist, glaube ich, dass da die letzten Generatoren sind. Moment, ich guck mal kurz. Nee, hier war auch noch einer. Den hatte ich vorhin schon mal ganz leicht angefangen. Ich brauche jemanden, der... Ach, okay. Ja, die Dinge sind hier. Ich guck mal kurz, ob hier noch ein Generator ist. Weil wir den nicht hinkriegen.
Ich habe jetzt Herzklopfen, wir können jetzt auf jeden Fall irgendwas machen, also der muss hier bei mir sein. Ja, ich werde ja gerade noch geheilt, aber jetzt ist er auch wieder hier. Ja. Wie schnell ist denn der? So gelaufen. Hier ist echt kein Generator mehr hier. Ja, ganz beim anderen Ausgang, ganz in der Ecke, da sitze ich an einem dran. Ach echt? Da war ich nämlich auch gerade. Moment. Perfekt, der ist hier bei uns. Da bin ich. Wo bist du? So. Ausgeknallt. Erledigt. Nice. Oh. Voll gut. Ich mach den Ausgang hier auf. Ich komm zum Ausgang gelaufen. Gehumpelt, meine ich. Also, das ist jetzt der Ausgang. Nicht am Schulbus, ne? Ja, ich seh dich. Sehr gut. Dann heile ich dich noch eben. Der Ausgang ist auf. Ich hab mein Ausgang hier, den mache ich gerade auf und ich habe gerade keinen. Oh, jetzt kommt Herzkopf wieder. Ja, jetzt hat er aber Pünktchen. Könnt ihr nochmal zurückkommen? Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine zu retten. Ja. Ich kann. Der Ausgang hier ist aber auch schon offen. Okay, also beide Ausgänge sind offen, das ist sehr gut. Ja. Ist die jetzt tot, direkt? Die ist tot. Ja. Die ist tot. Ja, dann kann man wieder zurückgehen. Raus. Rauslaufen. Okay. Ich lauf auch raus. Okay. Schöne Runde. Ja. Das hat echt Spaß gemacht. Nice. Yay! Den Nippel bekommen! Für Nippel, ja, noch ein Nippel. Und ich glaube ich auch. Na, komm, Alter, der war Rang 15, Eisener Griff, Spione des Schattens, auch die Krähen. Da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, ob er uns deswegen gefunden hat. Ich achte auch nicht so oft auf die Krähen. Boah, Annika, du hast voll die krassen, voll viele Punkte hast du bekommen. Ja! Weird, weißt du, I didn't remember oft hooking you. Krass, 21.000, das ist echt hart. Ach, guck mal, der wollte wirklich die Leute nicht töten. I didn't remember hooking you. Ja, keine Ahnung. Die war ja gerade sofort tot. Ja. Also ich konnte mich auch nicht erinnern, dass er schon mal dran hing. Okay. Voll gut. Ja, die Runde war sehr schön. Ja. Machen wir noch eine schnelle Runde. Weil der Chris ist unter Zeitdruck. Ah, Zeitdruck. So. Was möchte ich haben? Ich möchte hier einen Flyer haben. Und was ist das? Ausgewaschenes Zeichen. Zeigt die Auren. Ah, nee. Brauche ich jetzt nicht. Ich hatte auch schon mega lange keine Karte mehr. Ich hatte noch nie eine Karte. Nee. Wirklich. Ja. Nur eine habe ich noch. Ich habe eine wohlriechende Bartnelke. Kalter Rückenschauer. Ein. So, Rang 25. Das geht echt total schnell jetzt. Ja, und ne? Perks noch 4 habe ich dann jetzt auch. Ja, das heißt jetzt auch, dass du immer 2 Perks hast in deinem Blutnetz. Ja, stimmt. Habe ich auch. Einmal das geschieht nicht 1 und Adrenalin 3. Genau, da musst du dich für einen entscheiden. Ich würde Adrenalin 3 nehmen. Ja. Da ich schon Adrenalin 2 ausgerüstet habe, würde ich sagen, ja. Okay. Ich lade mal ein, weil Annika ist noch gerade am Blutnetz. Genau. So. Zack. So. Oh. Nein! Was ist das für ein Elefant? Entschuldigung! Ich bin jetzt in der Lobby alleine. Moment, ich komme jetzt gleich. Das wird alles rausgeschnitten. Das wird alles rausgeschnitten. Nee, meine Unfähigkeit kannst du ruhig drin lassen. Ach, ich bin auch voll verpeilt. Ich habe beim Livestream. Ich bräuchte aber jetzt nochmal eine neue Einladung. Achso, habe ich beispielsweise darauf gewartet, dass die Verzögerung aufhört, um das dann zu beenden, ne? Und dann sitze ich da bestimmt eine Minute lang und gucke einfach nur auf den Bildschirm und mache nichts. Ich habe schon schön gesagt. Ja, das kann ich. So verpeilt bin ich. Wie lustig das einfach aussehen muss. Ja, kannst du dir anschauen. Also ich sehe wirklich aus, als ob ich so eingefroren wäre. Das ist halt komisch. Ich glaube, ich habe noch ein paar neue Opfergaben bekommen. Oh! Ich will gleich mal anschauen. Wie schnell das geht! Das ist wirklich, der zählt... Geht echt super schnell jetzt, Der zählt runter und dann zack. Aber vielleicht ist das, weil wir in 3 verschiedenen... Ja, vielleicht. Vielleicht sollten wir das immer so machen. Ja. Hier, ich habe Salzbeutel. Erhöht gleich das Glück aller Überlebenden. Finde ich gut von dir. Oder halt Ernte-Dankfest-Flyer. Ne, wir machen mal Glück. Ich habe mit Level 8 heute angefangen, jetzt bin ich schon 11, das geht so schnell. Voll gut! Und du hast jetzt
Ab Level 15 hast du 2 Perk-Slots sogar. Ja. Und das, der Entitus, der ist jetzt, ja, ist jetzt schon unterwegs, ne? Ja, ja. Mhm. Hat gerade schon irgendein kleines Ding gefressen. Ja. Ja, es ist immer gut, wenn er die Sachen von der Taschenlampe isst. Aber. Ja. Das ist halt total doof, wenn er dann da, weiß ich nicht, irgendwas isst, was du haben möchtest, ne? Ja. Opfergaben kann er auch immer fressen. Hier so Cold Wind Farm oder sowas. Ja, die bringen ja eh nichts, die Braunen davon, also. Heute haben wir, also, heute sage ich jetzt schon, also in dieser Folge hatten wir jetzt auch noch keine Lecks. Nee, ist ja nicht. Das stimmt. Na gut, das liegt aber total oft. Leckagefreie Folge. Das liegt aber total oft an dem Internet des Killers. Jetzt haben wir schon so viele gute Runden gespielt und ich gurke immer noch bei Rang 18 rum. Naja, wir haben ja auch ein paar schlechte. Das ist halt die eine Runde, wo der Killer disconnected ist. Das war halt absoluter Mist. Ja. Ja, ja, das war echt doof. Das hatten die aber, also vor dem Update war es wirklich so, dass man den Pünüppel nicht verloren hat. Weil man dafür hatte ich nicht auch kann. So. Ja. Weil man dafür ja war nicht, egal. Kein Grammatik hier. Ja. Boah, ich bin schon Level 34. Boah. Blut. Ich sehe die Blutkleidung. Ja. Naja, ein bisschen Blut hast du ja schon auf der Jeans, ne? Aber eigentlich möchte ich nicht, dass. Ich möchte nicht wieder Level 1 sein und alle meine Sachen abgeben und so. Naja, aber die Skills zum Spielen, die hast du ja schon, ne? Ja, die hast du ja hart erarbeitet. Ja, genau. Wobei, ich also als Mörder war ich. Als Mörder. Als Killer, gestern war ich auch echt nicht schlecht, ey. Das war echt ganz cool, ja. Ja, das hat echt auch Spaß gemacht. Hast du die ganzen Blutpunkte dann für deine Überlebenden ausgegeben? Nee, ich habe die für die Killer dann ausgegeben. Ja, ich werde das so machen, dass ich in den Streams, wenn ich dann Dead by Daylight spiele, die Killer spiele und das LP halt nur über die, also nur Überlebende. Ja, okay. Mhm. So, und dann, ja genau, mache ich das dann halt live im Stream. Ich hatte halt die Überlebenspunkte, die geile Runde, die wir hatten, wo ich die ganze Zeit aus dem Ausgang wieder zurückgetragen wurde. Ach, ja. Da hatte ich ja noch so voll viele Punkte und die habe ich dann noch am Anfang verteilt. Aber ich glaube, das sieht man gar nicht, weil ich so voll am Anfang die Probleme hatte. Also da ist der Stream war laggy oder ist abgebrochen oder keine Ahnung. Hier fehlt jemand. Wer macht dann die ganze Zeit nicht bereit und bereit? Ich hab jetzt wieder, dass das falsch rum dasteht. Ah, komm schon. Ein viertes Opfer doch nur. Wenn wir zu lange warten, dann geht der Killer. Wir haben gerade weil wir gerade gesagt haben, das läuft so gut. Oh, zack, die hat einen weißen Kopf. Ja. Was ist das denn? Ein Geist. Die kann durch die Wände gehen. Die kann direkt durch den Ausgang gehen. Nur den Kopf durchstrecken. Wie geil. So der Kopfgeist. Wie lustig das aussehen muss, wenn nur der Kopf durchkommt und der Körper muss da hängen bleiben. Ah, okay. Jetzt ist er richtig da. Aber die hat nicht so coole Klamotten an. Die hat viel coolere Klamotten, die näher. Vor allem die 80er Sachen, obwohl die ja auch alle relativ bunt und knallig sind. Ja. Was ja eher ungünstig ist, wenn du einem psychopathischen Killer versuchst zu entkommen. Ja. Es gibt, also die haben für die jetzt Prestige 3 erreicht haben, weil es ja jetzt total einfach ist, quasi auf Level 50 zu kommen. Man kann sie ist weg, na toll. Ja, sie ist wieder weg. Oh. 5 Generatoren für 3 Leute. Nein, wir haben, ich glaube, 4 dann. Also letztens habe ich mit Stormdotter und auch meiner Schwester gespielt, da war es nicht so. Da mussten wir dann zu dritt 5 Generatoren machen. Echt? Oh no. Ja. Obwohl, eigentlich jetzt wäre ja noch genug Zeit zu zählen, aha, 3 Überlebende, die müssen nur 4 Generatoren machen. Ja, eigentlich schon. Bin mal gespannt. Und wer ist es? Achso, Michael Myers. Okay. Dann schauen wir mal. Chips und Cola, haben wir doch früher immer gesagt, ne? Oder verhext. Oh, hallo! Das ist der Geist. Das ist der Geist. Hi, Chris. Hallo. Wir haben heute aber echt verschiedene Killer. Das ist cool. Nicht gut. Ich hoffe, er hat nichts mit Kret, weil ich dich hier alle nacheinander gerade aufgescheucht habe. Bisschen Generator.
Ich mache hier gerade einen Generator. Och, der ist direkt hinter mir aufgetaucht, das kann nicht sein. Gegenüber von der kaputten Wand. Lauf, Chris, lauf! Aber wir müssen echt nur 4 machen. Ah, das ist gut. Links von dir bin ich, Annika. Oh, bin ich blöd? Ach, da. Shit. Ich hab ihn gerade kurz gesehen. Ah, okay. Boah, ach, wie mies, ja. Du hast gerade das Teil runtergemacht, ne? Naja. Mist. Ich glaube, der kommt zu diesem Haken hier. Ah, ne, da nicht. Nee, nee. Vorne. Er kommt jetzt auch direkt zu euch, oder? Ja, das denke ich mir. Ist auch unsichtbar, ne? Ja, ja. Ja, ja. Der hat mich wahrscheinlich gesehen. Ja, mich hat er gesehen. Dann werde ich ihn mal ein bisschen weglocken. Zack! Danke. Am besten genau hier so. Lauf, 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 lauf. Der Bug mit den Scheiße. Lunchboxen ist auch behoben, ne? Man kann sich jetzt wieder selber heilen. Ja, habe ich eben auch schon gemacht. Ging ja eine ganze Zeit lang nicht. Mhm. Okay, ich hänge hier hinten rum. Ja. Ja. Ich komme. Ja, Winter, oder? Also der läuft sehr zielstrebig in eure Richtung. Ja, wir haben auch gerade Krähen aufgescheucht, also. Der ist genau, kommt euch jetzt, glaube ich, genau entgegen. Nee, ach nee, er ist vor der Fabrik. Er läuft sehr weiträumig das Gebiet ab. Okay, ist er unsichtbar? Nee, ne? Doch, der ist unsichtbar. Ja, hat er geklingelt? Ich hab nicht drauf geachtet. Ja, der ist auch unsichtbar. Ich hab das letzte Mal als Schemen gesehen. Er ist an mir vorbeigelaufen, unsichtbar. Scheiße. Dann bitte. Ich komme. Er verfolgt dich aber. Egal. Du bist ein Held. Wow. Shit. Bleibt er bei dir? Läuft er dir hinterher? Ich bin an der Fabrik, ja, er läuft dir hinterher, ja. Okay. Gut, dann kann ich mich selbst heilen. Ah, shitty. Na gut, einmal hängen kann ich noch. Ja, ja. Ich bin auch an der Fabrik, also ich habe gesehen, wie du gehauen wurdest. Wie du versucht hast zu entkommen. Okay. Ich mache mich auf den Weg. Moment. Ah, das ist doof. Er ist auch, also genau auf der anderen Seite der Fabrik lang gelaufen, ja. Ah, als ich? Ja, als du, genau. Okay. Okay. Okay, 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 ich hol dich. Ja, Rettung. Juhu, juhu. So, jetzt müssen wir mal Generatoren machen. Ich glaube, er kommt. Ich bin schon dran in einem in so einer Baumgruppe. Moment. Der quasi vor einer Ecke der Fabrik steht. Hä, okay. Er guckt manchmal in unsere Richtung und manchmal nicht. Er ist hier in der Nähe. Er ist hier in der Nähe. Lauf! Nein! Warte, ich versuche ihn auf mich zu lenken. Nee, ist egal, lauf. Ich habe hier noch einen. Er läuft mir hinterher. Okay. Ah, okay. Weil ich kann ja noch, ein paar Mal hängen. Annika, was macht der Generator? 80%. Geil wäre, wenn da Prozentzahlen stehen würden, wirklich, ne? Ja. Das stimmt. Okay, er geht gar nicht so weit weg. Er geht nach rechts. Ah, jetzt sehe ich euch auch. So. Okay, jetzt kannst du mich holen. Der kommt jetzt wahrscheinlich hier hin. Genau, der kommt jetzt zu mir wahrscheinlich. Ja, was von zu mir. Okay, und jetzt hier so lang vielleicht? Vielleicht? Ja, super. Voll in die Arme gelaufen. Okay, gut. Dann können wir uns aber heilen. Okay, ja. Wo bist du? Hier. Genau. Ja, okay. Annika. Killerbetäubung. Geil.
Okay. Warte, du bist ja fast fertig. Nein. Okay, shit. Wie. Hast du schon gehangen? Ich bin tot, wenn du dich aufhängst. Wenn ich mich nicht falsch erinnere. Nein, ich glaube nicht. Oder? Ich habe im Kopf, ja, ne? Dass jetzt zu Ende ist. Nee. Nee, ich kämpfe noch. Okay. Okay, hat sich. Er läuft auf dich zu, Chris. Er läuft auf dich zu, Chris. Ach. Nein. Mist. Naja, aber hier ist, hier ist kein Haken, ne? Doch, hier ist bei mir. Bei mir ist ein Haken. Ah, shit. Direkt. Okay. Ja, gerne. Nein, ich bin weg. Scheiße. Ach. Ich hätte gedacht, du hättest vielleicht noch geschafft, dich frei zu wiggeln. Ja, warte mal, lass uns mal noch ein Stückchen gehen. Ja, okay, halt dich selbst. Dann halt dich halt selbst. Du darfst mich ruhig heilen, das ist okay. Oh nein, er guckt uns an, er kommt. Ach scheiße, er läuft dir hinterher, Annika. Ja, ich merke. Oh, boah, was hat der für eine Reichweite? Das war ein bisschen eine längere Reichweite als sonst. Okay, gucken wir mal die Perks. Was hat er denn? Oh, gar nichts. Oh, okay. Ja, können. Ja, dann wollen wir mal zugucken. Ja, zwei. Weißt du nicht, ist die Luke jetzt offen oder nicht? Mhm. Ah, ja, eigentlich schon, oder? Ja, ich glaube, zwei muss gemacht werden. Ja, zwei also, haben wir gemacht, ja. Schöner Mini-Kasten. Ja, Pimpel. Ach, shit. Wenigstens bist du unverletzt. Ja. In deine Richtung. Oder? Ja. Deine. Ja. Oh. Mit Perks. Okay. Lass mich! Sneaky! Oh, mein Herz. Ach, scheiße. Ja, okay. Ach, scheiße, ich hätte weiterrennen sollen. Egal. Vielleicht schleppt er dich ja zu Luke. Ja, wenn er nett wäre. Komm, du bist doch bestimmt nett. Komm schon. Ja, schlepp dich. Nein. Komm, das ist doch die Luke. Ja, das ist. Oh! Ach, scheiße. Ah, nee. Ich hab gerade. Macht das erste nur Hoffnung. Ja, er ist kurz daran vorbeigelaufen, ne? Die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Ja. Ah. Ja. Aber nicht schlimm. Habt ihr schon wieder den Pinöppel verloren? Nee, ich habe nur noch Punkte gesammelt. Sehr gut. Ja, ich glaube ich auch. Bin mir aber nicht okay, sicher. Ich hab's schon weggeklickt. Ich auch. So, dann upgraden wir mal kurz. Aber wir waren ja auch nur zu dritt. Ja. Schwieriger. Okay, ja, okay, dann nehme ich das. Wer nimmt denn sowas? Weitet den Lichtstrahl leicht auf, verstärkt leicht den Lichtstrahl, verstärkt leicht die Stärke des Lichtstrahls. Keine Ahnung. So, ich habe. Oh, jetzt hätte ich dunkle Wahrnehmung 3. Sogar. Voll gut. Dann gehe ich auch direkt hin. Oder halt den Sprintboost für andere. Na gut, das entscheiden wir dann. In der nächsten Folge. Ja, das war's jetzt auch schon. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüss!